Ich habe gerade ein sehr interessantes Gespräch geführt. Ich glaube, das ist auch exklusiv mit Arne Schmidt, dem Pianisten. Er ist unter diesem Namen auch bekannt in der Szene der sogenannten Corona-Leugner, obwohl er, soviel ich weiß, Corona nicht leugnet. Er kritisiert nur die Maßnahmen. Er wurde verurteilt zu 100 Tagessätzen heute in Berlin. Er wäre damit vorbestraft wegen Widerstands gegen Staatsgewalt, obwohl es Videos gibt, die ich mir auch angeschaut habe, wo ich zumindest zu erkennen glaube, dass es kein Widerstand war. Und es kam zu tumultartigen Szenen heute im Gericht und Arne Schmidt hat die Flucht ergriffen. Sie sehen ihn jetzt hier in Polen. Vorsichtig nicht sagen, Arne Schmidt, weil sonst wird das auch hier auf YouTube zensiert. Es war auf jeden Fall dramatisch heute im Gericht. Ja, bitte nur ganz kurz, ein paar Sekunden. Ja, es war dramatisch und es wurde was gesagt, wo ich angeblich hätte gegen verstoßen. Und schaut euch das Video an, dann da gehen wir noch näher drauf ein. Ja, denn dieses Video will ich nicht hier auf der Zensurplattform hochladen, auf YouTube. Sie sehen es auf meinen zensurfreien Plattformen, auf Rumble, auf Odyssey, auf Getter, weiß ich nicht, da kann man nur 10 Minuten hochladen, aber auf jeden Fall folgen Sie mir auch auf Getter. Das ist eine Alternative zu den Zensurmedien. Vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen Dank, Arne Schmidt, fürs Nehmen der Zeit für dieses Interview. Alles Gute, Herr Schmidt. Vielen Dank, dass du darauf aufmerksam machst. Super. Und alles Gute und danke Ihnen, liebe Zuschauer. Übrigens, ich bin heute aus der Bundespressekonferenz ausgeschlossen worden. Im Vergleich zu dem, was Arne Schmidt heute erlebt hat, wird das jetzt schon weniger gewichtig. Dazu auch was auf meiner Seite. Vielleicht mache ich da noch ein extra Video. Also reinschauen. Alles Gute, auch wenn es traurige Nachrichten sind. Danke. Reitschuster.de